Lieber Zuschauer, mein Name ist Lise Flöse. Ich freue mich, Sie hier im alten E-Werk direkt an der Bundesstraße 5 in Breglum vor dem Wartehäuschen begrüßen zu können und zur Aufführung des Musicals All You Need Is Punk. Wir haben bei dem Stück ganz bewusst darauf verzichtet, die Darsteller mit Texten zu konfrontieren, da diese diesen ohnehin nicht gelernt hätten. Aus diesem Grund werde ich Sie durch das Stück führen. Gewöhnen Sie sich also an meine Stimme und lehnen Sie sich zurück auf Ihrem Theatersessel, strecken Sie die Beine aus, greifen Sie genüsslich in Ihre imaginäre Chipstüte und schauen Sie sich das Musical an. Jetzt ist Zeit zum Entspannen, Zeit in eine andere Epoche einzutauchen und davon zu träumen, wie es wohl wäre, jung und arm, aber auch wild und verrückt zu sein. So, wie Sie es vielleicht auch gerne gewesen wären, wenn das Schicksal es großzügig mit Ihnen gemeint hätte. Lassen Sie sich jetzt entführen in den Kaleidoskopgarten einer Jugend, wie sie nur wenige tausend haben. Sogar Hallo zu ihr gesagt. Ich auch noch, aber sie hat nicht geantwortet. Bei mir auch nicht, sie hat bloß auf ein blödes Handy geguckt. Hallo, Caro, hörst du uns? Ey, wir reden mit dir. Ja, gleich. Was macht sie da bloß? Keine Ahnung. Wahrscheinlich postet sie gerade auf Facebook, was sie heute Morgen gefrühstückt hat. Ja, oder welche Farbe ihre Socken haben. Na, was macht ihr? Wir beobachten Caro. Die starrt die ganze Zeit auf ihrem Handy und weiß gar nicht, was um sie herum passiert. Wisst ihr, was sie letztens auf Facebook gepostet hat? Bin voll schlecht drauf. Dann hab ich gefragt, was los ist und ratet mal, was sie dann geantwortet hat. Na? Will nicht drüber reden. Wieso schreibt sie das denn überhaupt, wenn sie nicht drüber reden will? Das ist bescheuert. Typisch Facebook, alles oberflächlich. Ja, und unnötig. Dump, dump. Dump, 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 dump. Ich habe 44 Freunde, alles ist im Butter, darunter auch ein Kumpel und ein Nachbar meiner Mutter. Heute ist wieder einer dieser wundervollen Tage. Ich bekomme eine brandneue Freundschaftsanfrage. Ich glaube, das ist das Mädel von der Supermarktkasse. Klar, dass ich mir die nicht entgehen lasse. Ist es super, wenn man in der großen Stadt möglichst viele Freunde hat. Bevor ich morgen schnell bei Facebook reinguck, hab ich keine Ahnung, wie es mir geht. Bevor ich morgen schnell bei Facebook reinguck, weiß ich nicht, ob sich die Welt noch dreht. Ich weiß genau, wann Tom seine Meerschweinchen füttert und welche Szene, welches Wind sie diese so erschüttert. Ich kenne Tinas Zimmer im Urlaub in Tirol und weiß, ihr kleiner Sohn fühlt sich gerade nicht so wohl. Melina hat aktuell ein bisschen Langeweile. Olli sucht verzweifelt seine Nagelfeile. Das sind Informationen und das ist ja das Nette, die ich sonst nicht hätte. Bevor ich morgen schnell bei Facebook reinguck, hab ich keine Ahnung, wie es mir geht. Bevor ich morgen schnell bei Facebook reinguck, weiß ich nicht, ob sich die Welt noch dreht. Sag mal, dreht sich die Welt eigentlich noch? Ich hab das Gefühl, die hört gerade auf, sich zu drehen. Ich habe eben auch schon Hallo gesagt, aber ich habe keine Antwort bekommen. Bei mir übrigens auch nicht.
Wirklich? Ich habe dich gar nicht gehört. Ja, du warst auch total in dein Handy fertig. Das ist kein Handy, das ist ein Smartphone. Oh, Entschuldigung, bitte viel. Und da ich so viele Freunde habe, dauert es ewig, bis ich mit allen geschrieben habe. Wie viele Freunde hast du denn? 217. 217, so viel? Ja, doch nur bei Facebook. Was soll das denn heißen? Bei Facebook haben wir massenhaft Freunde, aber das kann man nicht mit richtigen Freunden vergleichen. Und warum nicht? Elias will damit sagen, dass echte Freunde und Facebook-Freunde nicht dasselbe ist. Ja, aber wieso nicht? Weil man sich mit echten Freunden auch manchmal trifft und etwas unternimmt. Genau, man hängt zusammen ab, macht Sport, Musik oder sonst was. Redet über Hobbys. Lässt über Lehrer. Über Eltern. Also was macht man mit richtigen Freunden? F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, haben wir mal Spaß, ganz bedingt und Freundschaft nicht. F steht für Feuer, Lügen und Lodern. U steht für Aufgaben. N steht für Nuklearzeug. Smartphone gemacht. Ich habe Cedric angestupst. Heißt, dass ich gern mit ihm reden will. Und wieso tust du das nicht in der Schule? Ihr seht euch jeden Tag, das ist ziemlich... Nein, das ist peinlich. Anstupsen ist viel cooler. Stups. Hey, was machst du da? Stups mich an. Ja, aber wieso? Ja, weil ich mit dir reden will. Sag mal, ich bin direkt neben dir. Haben wir uns dazwischen aber... Anstupsen ist viel cooler. Ah, ich verstehe. Was macht ihr da? Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich glaube, das tun sie gerade. Aber warum denn? Ja, weil du Cedric jeden Tag in der Schule siehst und ich ihn einfach ansprichst. Was soll ich denn sagen? Wie wär's mit Hallo? Ja, und dann? Kommt drauf an, was du von ihm willst. Ich wollte wissen, wie es im Jutes war. Was? Im Jutes. Was ist das? Das heißt Jugendzentrum. Cedric wollte da letzte Woche hingehen und ich wollte wissen, wie es war. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Altes E-Werk, richtig? Ja, genau. Ja, dann lass uns da doch mal hingehen. Und was ist, wenn es dort scheiße ist? Dann gehen wir wieder. Also, ich bin dabei. Ich auch. Okay. Oh, ich hab mich verfangen, ne? Hey, wo seid ihr? So, wieder ein neuer Tag im Jugendzentrum. Und ich habe gespannt, was mich heute so erwarten wird. Hey. Cedric, hi! Na, ja? Schön, dass du wieder da bist. Hast du deine Gitarre mitgebracht? Ja, ich habe auch nicht nur die Gitarre. Oh, noch hi. Meine Freundin, ja. Ja, das sind Tyra.
Hallo, Tura. Anton, Elias, Bowie und Caro. Bowie und? Caro. Nee. Alter! Hallo, Caro. Ich bin Thomas. Hi. Na? Elias, moin. Ich habe mich ja vorgedrängt. Und was habt ihr vor? Ich schlag mir was vor. Ja, wir haben hier jede Menge Möglichkeiten. Wir können Tischtennis spielen oder Billard oder so. Also, ihr könnt ganz viel machen. Oder wie meinst du das jetzt? Schlag was vor. Ja, schlag was vor. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Freunde, ich bin hier ein Jugendzentrumsleiter, aber kein Alleinunterhalter. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier vortanze und alle müssen mitmachen. Wie jetzt? Das sagt meine Mutter auch immer. Das sagt meine Mutter auch immer. Ja. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch das Jungs mal anguckt. So, wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Räume und so. Und ich bin jetzt hier in meinem Büro, und wenn ihr Fragen habt, dann kommt ihr einfach hierher. Ja. Cedric, ja. Wir machen weiter, haben wir letzte Woche auch. Ja. Gut. Wunderbar, das war schön. Was sind wir denn alle getroffen? Das sind halt meine Freunde. Haben Sie nicht mal mitbringen? Ja, weißt du, ne? Warum ist die denn so? Wo waren wir letzte Woche stehen geblieben? War im Moll, glaube ich. Ja, da bin ich mich auch gerade. Warum? Das ist und was hat die das geht? Was macht ihr da? Ich lerne Gitarre zu spielen. Das ist genau das, was ich eben meinte, Leute. Cedric kam letzte Woche vorbei und wollte, also hat mich gefragt, ob er so ein bisschen Gitarre spielen lernen kann. Ich kann das so ein bisschen und jetzt bringe ich ihm das bei. Also das war jetzt seine Idee, ich zwinge dich dazu. Paul kann auch Gitarre spielen. Wer ist denn Paul? Unser Bruder. Ah, bring ihn doch mal mit. Nee, ich glaube, der hat keinen Bock, dem ist es hier zu kindisch. Zu kindisch? Wieso? Wie alt ist er denn? 16. Das passt doch. Und der macht Musik. Was macht er denn? Gitarre. Spielt Gitarre? Ja. Und ihr macht ja auch irgendwie Musik? Ja, also spielt ihr Instrument? Ich spiele Schlagzeug. Mal Schlagzeug? Spaß. Echt? Ja, was? Also das finde ich ja richtig gut. Sie spielt Keyboard. Keyboard? Keyboard? Also irgendwie interessiert. Ey, das ist ja schon mal richtig. Ja, Cedric lernt noch Gitarre spielen. Das klingt doch gut. Ich hab eine Idee. Aha. Ja, sieht man. Ja, wir gründen eine Band. Wir gründen eine Band. Ja. Das ist eine gute Idee. Oh, ja. Das geht ja ohne. Ja, oh, ich singe! Oh, das wollte ich auch zuerst sagen. Oha, was macht ihr jetzt? Ich hab's zuerst gesagt. Jetzt wollen die beide singen. Ja, ich hab's zuerst gesagt. Du hast es zuerst gesagt? Ja. Ja, pass mal, aber so läuft das nicht in der Band. Also nicht so, ich hab's zuerst gesagt und alle anderen müssen sich unterordnen oder so und mitmachen. So läuft das nicht. Also ihr müsst euch, wenn ihr die Band gründen wollt, dann müsst ihr euch vorher absprechen. Also wer jetzt genau was macht oder so. Sonst löst sich die Band ja auch, bevor ihr das erste Lied gespielt habt. Ist jetzt nur so ein kleiner Tipp. Ihr könnt ja beide singen. Gute Idee. Abwechselnd, je nachdem. Ja, außerdem will ich auch singen. Ich denke, du willst Gitarre spielen lernen. Ja, aber ich will auch singen, Marco. Das auch noch. Natürlich. Ich kann es halt. Oh, das waren ja schon drei Sänger, ein Schlagzeuger, ein Bassist. Ein Keyboarderin. Halber Gitarrist. Wir haben Proberaum und wenn ich mich nicht verzählt habe, haben wir, glaube ich, sogar vier Mikrofone. Ihr könnt euch den Raum ja mal ansehen, die Sachen mal ausprobieren und wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder so, ich bin hier an meinem Büro. Okay? Ja. Aber nicht so laut, ne? Okay. Ich spiele auch nur mein Kopf. Ach, jetzt ist es passiert. Seid ihr soweit? Okay.
sagen, ich bin echt sehr begeistert. Ja, ich fand's auch richtig cool. Warte, ja, jetzt bin ich dran. Was willst du denn singen? Weiß ich noch nicht so genau. Na, ich würde mal vorschlagen, dass ihr heute Abend jeder für sich mal überlegt, was man denn überhaupt so spielen kann. So was für Stücke oder so. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn wir uns dann morgen wiedersehen und dass das irgendwie weitergeht. Wir sollten unbedingt was von dem Warner spielen. Okay. Gute Idee, den spielt Paul vielleicht doch mit. Ja. Wollen wir das so machen? Ja. Alles klar. Super. Dann bis morgen. Anton. Schauen Sie mir mal nach Hause. Matthias, und ihr müsst Paul überreden, dass er morgen auch wirklich kommt, ne? Wir werden es versuchen. Ja, aber ihr, wenn nicht. Thomas? Ja, Bowie? Ich will auch gerne singen, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Jeder, der sprechen kann, der kann auch singen. Du musst dich einfach nur trauen. Ja? Und singen ist auch richtig gesund. Du musst es einfach mal rauslassen, weißt du? Die Stimme, die muss so 4 cm unter dem Bauchnabel, da musst du mehr kommen. Das kriegst du schon hin, ne? Du musst dich einfach nur trauen. Tschüss. Darf wieder mal ins Internet? Was? Warum? Mein Akku ist alle. Dein Akku ist alle. Jetzt willst du in meinem Büro den Akku von deinem Smartphone aufladen. Nein. Bitte. Nein, das ist hier kein Internetcafé. Und bitte, Caro, versuch doch einfach mal mit den anderen was zu machen. Also nicht die ganze Zeit nur aufs Smartphone zu gucken, sondern beschäftige dich. Bitte. Nein! Jemand zu Hause. Oh, nee. Lass doch mal. Muss man einfach hart sein. Das Schlüsselbundklöter, das bedeutet, ein neuer Tag im Jutz beginnt. So, dann wollen wir mal sehen, ob die heute wiederkommen und ob sie sich tatsächlich was überlegt haben. Dürer! Na, wie sieht's aus? Habt ihr euch was überlegt? Ja, oh. Also ich schon. Hi. Ja, ich auch. Alles gut. Cedric, Moinsen, Bowie und? Wer ist das denn? Ja, ich bin Paul. Du bist Paul? Ja. Hi. Wie viel von dir gehört? Gehört, dass du Gitarre spielen kannst. Ja. Also haben deine Brüder erzählt. Ah, okay. Also, ich denke mal, du siehst ja aus wie ein cooler Typ, da kann ja nur kein Scheiß mal rauskommen, so wie Helene Fischer oder so. Nicht wirklich. Nee, glaube ich auch nicht. Würdest du mir mal was vorspielen? Würde mich mal interessieren, was du so machst. Ja, den er dein Proberaum. Na, was ist verständlich? Komm mal mit. Wir müssen erstmal hier lang, nämlich die scheindichte Tür. Oh mein Gott. So. Ja, das ist der Proberaum. Schick mal, ist alles da, ne? Da haben wir eine E-Gitarre. Ich weiß es nicht, ob du lieber E-Gitarre oder Akustik-Gitarre spielst. Nee, E-Gitarre passt schon. Kannst einfach mal loslegen. Das ist mal gespannt, was einfach. Das Lied kenne ich. Time, hurried up, the choice is mine.
cool. Ey, das war richtig cool. Kennst du auch Wonderwall von Oasis? Ja, aber ich mag die Typen nicht, die das spielen. Thomas, ja? Du kannst das spielen? Was denn? Wonderwall von Oasis. Kannst du das sehen? Ja. Wollen wir mal ausprobieren? La la la. La la la. Fangen wir das jetzt zu zweit, oder was? Ja. Wer denn sonst noch? Ich höre Musik. Ich habe einen schlechten Musikgeschmack.
Oh Gott, was hab ich da gerade gemacht? Wir haben uns hier ausgesucht. Anton, gib mir bitte den Takt vor. Du darfst das goldene Telefon benutzen, weil es ein Notfall ist. Vorsicht! Das ist schwer, ne? Das liegt ungefähr 16 Kilo. Anton, sag mal eure Nummer. 06785 mal die 3. Hallo? Ist Elias da? Ja, hi. Warum bist du denn nicht da? Wie kein Bock. Wir versuchen hier zu proben und du kommst alle nicht da. Hallo, Elias. Beweg dein Arsch! Ja, jetzt! Der kommt gleich! Das glaub ich auch! Hoffentlich beeilt er dich! Was? Bandname. Nein, das ist uncool! Ich hab's! Wie wär's mit Junior Killers? Nee, das klingt scheiße. Wie wär's mit Sex Traffic? Find ich auch doch cool, das klingt cool. Ah, nee, ich weiß, das soll ja und ich weiß auch schon genau, wie das aussehen soll. Hey, was schmeißt ihr auf meinen Kalender rum? Ja, ich hab's nicht mehr, weil das ist. Hallo? Das ist der Spiegelverkehr. Das ist ein geiler Name! Ja, ne? Ach, doch nicht das Heu, das klingt scheiße. Nein, Spiegelverkehr! Das ist ein geiler Name! Ja, geht? Ja, aber was mit das Sawyer? Ich finde Spiegelverkehr auch besser, der klingt mysteriös und komplex. Ja, aber wenn wir einen neuen Bandnamen brauchen, dann nehmen wir das Sawyer, okay? Dann nehme ich lieber Grünkohl! Und nun musst du mitmachen, Paul. Schließlich hast du den Bandnamen gefunden. Ja, das wollen wir doch mal sehen, ne? Hallo, Elias. Hallo, Elias. Schön, dass du auch da bist. Ach, lass mich in Ruhe. Du hast ja super Laune. Ich hab eben keinen Bock heute. Ist der Junge in Ruhe? Ich finde es aber schön, dass du trotzdem gekommen bist. Leute, wenn irgendwas los ist oder so, ich bin im Keller, ne? Ich räume da ein bisschen auf. Das war jetzt ein Witz. Ich find's auch schön, dass du trotzdem gekommen bist. Das hätte eigentlich pumpen können. Nein, mag ich nicht. Okay, komm, dann lass es machen. So spielen wir jetzt ein Kompliment oder was? Ja. Du hast die andere Hand an. Was ist das? Ach ja, übrigens, Elias. Hi. Ohne Bass ist das Mist. Ohne Gitarre ist das Mist. Ja. Ohne Schlagzeug ist das Mist. Halt! Nee. Ja! Wenn die nicht hundertprozentig da sind und dahinter stehen, so wie du heute, ja. Zu Hause bei deiner Playstation, ja. Dann können wir nicht üben. Schon mal aufgefallen? Ja, ich weiß. Können wir jetzt proben? Ja, genau. So scheiß wäre es, wenn Anton plötzlich nicht mehr da wäre. Das wäre auch kacke. Ja. Können wir denn anfangen? Ja, mit einem Kompliment. Okay. Thomas! Ja, was ist der denn da? Ui, was willst du denn? Warum fragst du auch nicht, ob der auch mal mit singen kann? Wieso fragst du nicht, dass er das musst du doch die Band fragen? Ich bin ja auch Freund. Okay. Leute? Nein. Was? Kann ich auch mal mit singen? Was? Mach doch einfach. Nein. Mach das. Ein Kompliment. Ja. Wenn man so will, bist du das.
Ja, hier ist Thomas Wörth, Jugendzentrum Reglung. Ja? Um 3:30 in Wanderup. Ach was. Ja, weiß ich jetzt doch. Nö, machen wir. Nö, ich sag da jetzt einfach mal zu. Ja, und das sind nur 1-2 Lieder. Okay, und wie sieht es denn mit dem Equipment aus? Also mit der Anlage? Müssen wir da irgendwas mitbringen gehen, ne? Alles da. Ich sag zu. Genau, das machen wir. So, genau, so läuft das. Alles klar, tschaußen. Bis morgen dann. 3:30. Wanderung. Sachen gibt's? Das gibt's doch gar nicht. Freunde, warum steht ihr denn so komisch da? Habt ihr gelauscht oder was? Ihr sollt nicht von meiner Bibliothek lauschen. Da gibt's keine Wände. Wir können das nächste Mal auch reinkommen, wenn ihr nicht. Pass auf, ich hab Neuigkeiten. Ob die jetzt gut sind das oder schlecht, das werden wir jetzt gleich wissen. Und das wird sich gleich rausstellen. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von einem Veranstalter aus Wanderup. Das ist dieses ganz berühmte Dorf hier in der Nähe, was aber nur sehr wenige kennen. Und da ist er einmal im Jahr ist er ein großes Festival. Da kommen ja so ein paar Leute und so. Und da ist eine Band abgesprungen. Und der hat mich gefragt, ob ich jemanden kennt, der da einspringen könnte, so für 1-2 Lieder. Und ich habe einfach jetzt für euch zugesagt. Morgen Nachmittag 3:30. Wie sieht das aus? Traut ihr euch das zu? Den Sprung ins kalte Wasser? Ja. Ja. Ich mach nicht mit. Gut, das war's. Gut, dann könnt ihr gleich wieder aufhören. Nee. Sonst könnt ihr nicht mehr die Gitarre spielen. Ja, ist gut. Guck mal, genau. Genau. Total cool. Total cool. Ja, finde ich auch. Ich meine, das ist echt eine Chance. Und ich habe euch eben gehört da im Keller so, also, das geht. Also ihr könnt das. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir brauchen einen Plan, was ihr auf PoE... PoE spielen. PoE ist die Party ohne Ende. Ja, genau. Dann müsste man eigentlich mal überlegen, was für Stücke man dann nimmt. So. Was habt ihr denn so im Repertoire? Was fällt euch ein? Hey ho, let's go. Hey ho, let's go von den Ramones? Ja, genau. Das ist ein Bringer. Kannst du das auf dem Bass spielen? Nein. Wieso immer ich? Du bist doch der Bassist. Ja, aber frag doch mal die anderen. Soll ich Thyra fragen, ob sie das auf dem Bass spielen kann? Du bist der Bassist. Nein, ich will singen. Thyra kann das singen, das weiß ich. Aber willst du das wissen? Du kennst sie erst seit gestern. Das hätte sie doch gar nicht die Idee gehabt, das überhaupt vorzuschlagen. Morgen muss dein Auto morgen und 3:30. Warum zu diskutieren? Ich zeig dir das. Komm. Du hast halt jetzt das in der Schenkkarte. Echt so? Ich setz mich da hin. Keine Diskussion jetzt. Ich guck das jetzt genau an. Wow. Unbedingt. Wo ist Paul? Keine Ahnung. Macht da jetzt schon jemand mit? Ja, aber ich meine, jetzt ist er ja da, jetzt kann er ja schon. Wer gibt den Takt vor? Warte, ich will noch was sagen. Okay. That's my little brother Anton, and he gave us a beat. 1, 2, 3, 4! Shoot him in the back now. Why?
Find sie komisch. Ja. Mädchen in der Pubertät. Ey! Hallo! Oh, Entschuldigung. Taro in der Pubertät. Du bist ja auch ein Mädchen. Oh. Leute, dann treffen wir uns morgen um 3:30. Paul, ach nee, du machst du gar nicht mit. Pass auf, wir, also alle ohne Paul, treffen uns morgen um 3:30 neben den Jungs. Und ich nehme euch dann alle mit in meinem Opel Astra, wenn er denn geht. Ja, mein Opel Astra! Hast du noch alle rein? Ich habe einen Anhänger hinten dran, da passt ja rein. Ich setze auch nicht rein. Gut, dann sehen wir uns morgen um 3:30. Und ladet eure Eltern ein, die würden das bestimmt toll finden. Mein Deutschlehrer kommt auch. Wow. Wo weiß der das denn jetzt schon? Smartphone. Was Smartphone? Weil der Deutsche, der Deutsche, das ist der Erste, den du Bescheid sagst, dass du. Das ist nur die Aufregung. Wenn du das 10.000 Mal gemacht hast, lässt du es langsam nach. Aber das braucht man. Ohne Aufregung wird das alles nicht. Da ist meine Mutter. Oh Gott, da kommt noch jemand. Der sieht aus wie mein Deutschlehrer. Gott, das ist mein Deutschlehrer. Aber der ist ja so besoffen, den sieht man ja schon doppelt. Leute, seid ihr soweit? Ja. Das sind mehr als 100 Leute, ne? Auf jeden Fall. Mehr als 1.000. Das sind mehr als 1.000. Obwohl ihr nur 40 sind. Wir machen jetzt den Bandschwur. Das ist jetzt ein Ritual. Ich bin ruhig. Doch. Auch wenn du nur Bass spielst. Ja, ne? Oder PlayStation. Was ist mit ihr? Anton, ich frage dich, wer rockt gleich Wanderung? Spiegelverkehr, rockt. Ja! Yeah! Yeah! Und ich bin ganz offiziell mit Zettel. Hochverehrtes Publikum, im Juni des vergangenen Jahres gründeten eine Handvoll Jugendliche aus Struckum und Breglum hier im alten Ewert ihre Band Spiegelverkehr. In den Sommermonaten erhielten sie die Möglichkeit, ihre Musik einem breiten Publikum vorzustellen, unter anderem auch Cedrics Deutschlehrer. Auf verschiedenen Festivals in Norddeutschland, unter anderem in Breglum, Liebel, Heiligenhafen, Wanderup und Hamburg, erreichten sie mit ihrer Musik ca. 16.000 Zuhörer. Die Geschichte, die wir euch heute Abend erzählt haben, ist also nicht erfunden, sondern sie ist tatsächlich wahr. They're gonna rip it off.
spielen, wenn ihr jetzt Zugabe rufen würdet. Stell dich so an, Nikas. Susanne und die Christel und den Holger und die Anna und den Björn mal erwähnen. Wäre das ein Problem? Nein. Ja, dann bedanken wir uns doch mal bei Susanne Schmidt. Die hat nämlich dieses Stück im Großen und Ganzen geschrieben. Wir haben es natürlich noch richtig schön versaut, alles durch den Wolf genommen. Dann bedanken wir uns natürlich bei Christel Volkfarzen, die in den letzten Monaten diesen Flohzirkus hier gebändigt hat. Sie hat es wirklich geschafft und sie hat auch noch Spaß dabei. Dann bedanken wir uns bei Björn, der heute Abend die CD fürs Intro eingelegt hat. Hat's toll gemacht, danke.
und dann bedanken wir uns noch bei unserer super Soufflöse Anna, die mittlerweile seit 5 Monaten ihr Praktikum im Haus der Jugend macht in Bregenz, im alten E-Werk. Also 3 davon waren offiziell, 2 sind freiwillig. Vielen, vielen Dank. Und es ist eigentlich schade, dass die Zeitung überhaupt nichts geschrieben hat, obwohl ich das wirklich bitter finde. Ich habe es wirklich versucht, da irgendwas zu erreichen. Was viele gar nicht wissen ist, die haben ja heute keinen Eintritt genommen, würden aber gerne so ein bisschen so Spenden sammeln und das möchten wir gerne der Tafel in Briedstedt zukommen lassen. Also Leute, die nicht so viel haben wie wir und dass die sich mal was zu rauchen kaufen können oder so. Schön, dass ihr da wart, danke. Ach ja, und ich muss es immer wieder erwähnen, ihr habt alle ganz tolle Kinder. Darauf können wir stolz sein. Yeah.